Morgen. Hüb Stevens kann ein ganz lieber Kerl sein. Zum Beispiel, wenn er gerade ein Fußballspiel gewonnen hat. Oder wenn er sich auf den nächsten Gegner freut. Der heißt nämlich FC Schalke, noch immer Stevens Herzensclub. Schalke ist doch ja, ganz normal ein Teil des Lebens geworden. Ist doch auch ganz normal. Wenn du da so eine lange Zeit gearbeitet hast und dann auch nachhinein nochmal zurückgekehrt bist als Trainer, in der Beirat warst. Ja. Und das vielleicht auch in der Zukunft wieder ein Verfolg bekommt. Der Kontakt zu Schalke ist nach wie vor eng. Gerade emotional verbindet ihn mit Rudi Assauer sehr viel. Assi ist ein Freund des Lebens geworden. Er hat mich eigentlich hier in Deutschland gebracht. Und ich habe ihm unheimlich viel zu verdanken, weil ich habe unheimlich viel von ihm gelernt. In die Unterstützung, was er mir damals gegeben hat. Und das werde ich auch nie vergessen. Hüb Stevens, eigenwillig, aber ehrlich. In Hoffenheim hat er einen Auftrag und dem ordnet er alles unter. Das Gestern zählt er nicht. Natürlich bedeutet Schalke ja, etwas für mich. Aber jetzt bin ich hier Trainer und möchte mit TSG erfolgreich sein. Gegen Hannover gab es endlich den ersten Sieg. Aber wirklich glücklich zeigte sich der Trainer nicht. Bloß keine Zufriedenheit aufkommen lassen. Auf Schalke soll seine Mannschaft nachlegen und könnte dann viel lockerer in die Winterpause gehen. Der Urlaub ist nicht so lange, weil sie bekommen ihre Hausaufgabe. Nicht, dass wir, wenn wir anfangen, und ich weiß noch nicht genau, wann wir anfangen, das wissen die Spieler auch noch nicht. Das ist eine Überraschung. Hüb Stevens, immer mit Sinn für Ironie. Mal harsch, mal humorvoll und charmant.